Naja, ich glaube, bei diesem Dorf probieren wir das mal. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Rathaus 7 Fry hier. Und ich muss ein bisschen was machen, erkläre ich euch gleich, warum ich jetzt ausgerechnet diese Base hier mitnehme. Vielleicht wird es auch blöde. Vielleicht wird es auch blöde, das weiß ich halt noch nicht. Da schießen nämlich jetzt ein paar Minenwerfer. Das wird sicherlich 1, 2, 3 Schuss. Okay, da sind die aber schon mal durch die Mauer durch. Und jetzt muss ich mal gucken. Die kleinen Kobis gehen jetzt natürlich noch nicht auf das, was ich eigentlich will. Oh, doch, sie gehen schon aufs Rathaus da. Aber da ist jetzt schon mal die Luftabwehr da weg. Und dann kann ich hier jetzt mal meine Loons reinschicken. Auch nicht schlecht. Hier kann ich jetzt schon mal die Loons schicken. Denn tanken die? Ja, die tanken ganz gut dort. Der König ist da auch noch unterwegs. Dann nehmen wir hier außen schon mal so ein paar Kobis wieder mit rein. Die fliegen hier jetzt allerdings zum Flächenschaden. Oder muss ich die immer noch nicht heilen? Ah, das ist cool. Das ist cool. Dann können meine Kobolde da reingehen. Ah, da ist ja schon ein Loch da vorne. Okay. Da ist ja schon ein Loch da vorne. Und dann heilen wir die da doch nochmal durch. Kommt, ist egal. Und dann machen wir das Dörfchen hier eben mal zu 100%, würde ich sagen. Oder, ah nein, da sind noch so ein paar Kanonen. Eieiei. Shit, shit. Ach, da sind noch so ein paar Kanonen. Oh. Okay, da sind noch ein paar Kanonen. Das eine Lager da schnell noch gemacht. Und dann helfen uns doch die Kobolde auch beim Aufräumen in dieser Base hier. Ja, dann helfen die so ein bisschen. Also das Ganze hat einen Hintergrund hier. Der hatte jetzt nicht so viel Loot für mich, aber er hatte genau das, was ich brauche, denn es war ein Rathaus 7. Ich brauchte ein paar Punkte vor allen Dingen für die Clanspiele, was ich sehr, sehr gut finde. Also ich finde jetzt die Rewards der Clanspiele nicht ganz so proper, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Jawohl, das haben wir geschafft. Und das waren auch jetzt meine ersten Punkte. Ich bin ja im Clan Deutschland und danke, dass ihr der Aufforderung gefolgt seid, dass ich euch eingeladen habe zu den Clanspielen, denn wir haben hier immerhin, die trainiere ich, nee, nicht Boost, Quick Train, denn wir haben hier immerhin Vollhaus. Full House, 50 von 50. Und das finde ich natürlich sehr, sehr gut. Und ja, ihr habt es gesehen, wir haben die Clanspiele auch schon voll. Ich weiß, jetzt wird der eine sagen, ja, die hatten wir schon nach 3 Stunden voll. Hier hat es halt einen Tag gedauert oder anderthalb Tage. Jeder hat hier ganz gut mitgemacht, fand ich jetzt auch in Ordnung. Aber warum sollte man die denn noch spielen? Kleiner Tipp, hier im Pass gibt es dafür 200 Punkte. Wenn man 1250 Punkte macht, das waren bisher immer nur 500, das war natürlich sehr, sehr schnell gemacht. Ich finde 1250 sollte man in jedem Fall auch machen, wer den Pass noch nicht voll hat, denn die sind eigentlich schnell reingespielt hier und ich finde es auch ganz gut. Es gibt ja keine andere Möglichkeit mehr. Ihr seht das, 6 Tage, 19 Stunden ist der Pass hier vorbei und in 3 Tagen, 20 sind die Clanspiele vorbei. Die nächsten kommen dann erst im nächsten Monat. Das heißt also, wenn ihr die Clanspiele jetzt nicht spielt, schafft ihr diese Aufgabe leider nicht im Pass. Ich will mal eben gucken, was ich eigentlich jetzt noch so machen kann. 100% in Multiplayer Battle. Ja, das können wir auch machen. Ich glaube, das können wir mal machen. 100% im Multiplayer Battle. Aber warum mag ich eigentlich so Random Clans? Also diesen Clan hier, Random Clan, damit meine ich eigentlich, wir haben hier alle Raterstufen. Wir haben Raterstufe 5 bis hoch nach 12 und diese spielen hier ja nicht ganz alle. 40 Leute spielen hier Clankrieg. Finde ich richtig, richtig gut. Alle Rathäuser dabei. Alle komischen Rathäuser auch dabei, so muss ich es auch mal manchmal auch mal sagen. Und Tote stehen plötzlich wieder auf, beziehungsweise Leute, die ich noch nie gesehen habe, den Bender hier. Ich meine, warum habe ich nicht gesehen? Ich musste den Kumpel erstmal anrufen, musste sagen, Kollege, du bist mal mit im Clankrieg dabei, denn der Hausmeister hatte ich hier mitgenommen, also mach mal auch mal was, denn eigentlich macht der so gut wie gar nichts. Der macht nur seine Minen und Sammler ein bisschen leer, baut ein bisschen, aber er hat 2er Drachen. Er hat ein King auf 1 und er hat eine Klarburg, klar, 25 Truppen, das hat er. Und ich habe ihm dann auch noch fix eine Base gebaut, deswegen sieht die Base von Fry auch so aus. Der Fry hat noch keine Drachen, sonst wäre der sicherlich mitgegangen. Aber ich habe ihm dann fix eine Base gebaut, beziehungsweise mir eine gebaut, die er dann schnell kopieren konnte. Und die hat sogar einmal gedefft. Die hat sogar einmal gedefft, konnte ich gar nicht glauben. Und auch hier geht er, glaube ich, ganz gut durch diese Base hier durch. Denn ist ja eine Max, ja, ich würde sagen, ist eine Max Rathaus 7er Base. Und die geht natürlich immer noch mit Drachen, wenn sie so schön und hübsch klein ist und schön eng bepackt, sodass die Drachen auch kaum eine Möglichkeit haben, hier rauszufliegen. Und ihr seht, dass hier 2er Drachen
immer noch on top hier für ein Rathaus 7. King macht er jetzt noch ein bisschen Metzgen in der Mitte, aber ganz easy hier die BSG 3 hat und wir haben noch ein paar andere Angriffe sicherlich, die wir uns anschauen können. Aber wie gesagt, ich bin ja ganz random unterwegs heute hier, also wir müssen jetzt nicht unbedingt nur Clankrieg hier beinhalten. Wir haben ja auch ganz, ganz komische Dörfer, habe ich gesehen. Zwei haben schon wieder Fahnenflucht gemacht. Ich weiß gar nicht, warum, Leute, warum kommt ihr dann da rein, wenn er sowieso wieder rausgeht? Habt ihr Schiss, hier zu spielen? Ich meine, selbst der Hort Elias hat hier mit dem Account keine Angst, hier irgendwas zu machen. Aber ja, so richtig wirklich hat er damit nichts gemacht. Und manchmal weiß ich auch nicht, warum machen das die Leute. Aber ich meine, es ist ja ein Random. Da hast du alles drin hier, alle Rathausstufen. Und da ist auch so ein Zwölfer hier drin. Ne? Den dritten Inferno suche ich noch. Ich glaube, den hat er noch nicht mal. Deswegen ist er wahrscheinlich auch unter den Elfern gerankt bei uns hier. Und ja, 220 Truppen. Also, da ist irgendwie alles gemacht, aber nichts fertig. Naja, aufregen tue ich mich darüber übrigens nicht. Aufregen tue ich mich darüber übrigens gar nicht, denn wir hatten hier auf der Fahne, also das kann ich euch nicht zeigen, den 17er, den Nick hier. Dann gehen wir lieber hier oben rein beim RSA Skipper. Ich glaube, das ist 11 auf 11, denn ich habe mal eine kleine Vorgabe gegeben hier. Vielleicht war es auch eine falsche Vorgabe. No Dip. Ich habe nämlich gesagt, Leute, wir dippen mal nicht, weil der Gegner ist so ungefähr auf Augenhöhe. Und dann kamen natürlich die ersten Fragen über diese No Dip. No Deep heißt eigentlich, ja, wir machen mit unserem Rathaus keine Rathausstufe, die jetzt unter uns ist. Also ich mache als 9er einen 9er, der 11er macht als 11er einen 11er und der 12er macht als 12er einen 12er. Das wird natürlich irgendwann nicht mehr ganz passen, aber erstmal hatte ich so das Gefühl, passt das hier ganz gut. Denn gleich zu Anfang kamen die Fragen, Toto, bitte Masterplan, wen sollen wir hier machen? Da kam dann natürlich auch nur von mir gestern Abend die Frage, Leute, ist das euer erster Clankrieg? Ich meine, klar kann ich hier einen Masterplan entwickeln. Habe ich dann auch gemacht. No Dip. Und das macht der RSA Skipper hier. Das heißt, mit dem Elver, der gar nicht mal so schlecht ist, 40, 45, 13. Durch so eine Base hier immerhin zweier Adler dort. Und so ein bisschen was von allem. Ist sicherlich nicht schlecht, aber also die Base. Aber sie ist ja fürchterlich offen in der Mitte. Und ich glaube, er hat, ein Maschinchen hat er sogar genommen. Sprung jetzt noch irgendwo gesetzt, wo man eigentlich auch nicht wirklich brauchte. Denn die Truppen kommen natürlich auch hier an die ganzen Defensivgebäude dran, ohne dass sie jetzt rüberspringen. Aber mal gut, er hatte einen dabei. Vielleicht passiert ja irgendwas Unvorhersehbares oder so. Aber ich denke mal, wir werden das Ding hier irgendwie nach Hause schaukeln. Genau weiß ich noch nicht wie. Uns fehlen ja jetzt ein paar Angriffe und unten, die können auch nicht mehr so richtig angreifen. Die sind dann schon schlimm, schon etwas kleiner. Also wir haben hier, glaube ich, auch ein Rathaus 5 mit im Clankrieg. Der wird natürlich gegen einen 7er jetzt nicht so viel holen können. Klar, was willst du machen? Hatte ich aber vorher, glaube ich, auch angekündigt, dass es so sein wird. Und dann darf da auch keiner enttäuscht sein. Und der Gegenüber könnte auch mal nicht genau passen. Ja, könnte mal nicht genau passen. Ich bin aber gespannt, wie das Ganze hier heute Abend denn ausgeht. Ich habe auch endlich mal ein bisschen die Zeit gefunden, bisschen was aufzunehmen. Das hatte ich jetzt die letzten Tage nicht wirklich, vor allen Dingen nicht am Wochenende, 3-Tage-Stream. Mich hat es gefreut, muss ich sagen, auch, dass ich YouTube wieder mit dabei hatte. Ich wollte den Kim hier zeigen, dass wir auf Twitch vor allen Dingen wieder so zahlreich waren, fand ich sehr, sehr gut. Und da müsst ihr mich dann schon auf Twitch followen oder halt, ihr braucht mich da nicht followen, aber wenn ihr den Kanal kennt, der heißt so wie hier Toto Clasht, dann könnt ihr da mal sicherlich den einen oder anderen Stream mehr mitnehmen als hier auf YouTube, wo ich denn doch nur samstags eigentlich streame und wenn dann ein Event ansteht, wie GML, Abrissparty, was auch immer, keine Ahnung, dann mache ich das Ganze hier natürlich auch noch auf YouTube publik, aber so geht's hier mit den Elektrodrachen rein, okay, aber auch der Kim hier sieht gar nicht mal so schlecht aus und ihr seht auch die Gegnerbases, ich meine, das ist der 5, das ist ein Rathaus 12, ist jetzt auch nicht so dolle, war es ein 12er? Ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein 12er oder ein 11er, also nicht so dolle, Single Inferno dort noch, aber er hat noch zwei Frost und mal sehen, ob er den jetzt wegfrostet, damit ihm auch kein Drachen abhanden kommt, jawohl, das macht er da, hat in der Clanburg, glaube ich, auch Drachen mit dabei, im Slammer und jetzt müssen die dort nur... Ah, die schaffen den Inferno dann nicht.
Warum muss ich den eigentlich so dokumentieren? Ich hatte ihn gestern eigentlich schon gesehen, aber schon wieder verdrängt, weil hier so viele Angriffe gemacht wurden im Clankrieg. Dann guckst du natürlich immer mal wieder, wo musst du selber angreifen. Ich muss selber noch angreifen mit dem Barfuß und habe allerdings noch keine Truppen. Ich denke mal, heute Nachmittag werden die dann erwachen oder so gegen Frühabend. Das ist immer unterschiedlich, denn auch das ist so ganz random hier. Ja? Es gibt hier Schüler, es gibt hier Studenten, es gibt hier Arbeiter, es gibt hier vielleicht auch welche, die alles noch machen, also sowohl arbeiten als auch irgendwo, weiß nicht, studieren oder zur Schule gehen. Jetzt hat er den hier schon mal ein bisschen vorab gefriest, diesen bösen, bösen Tesla hier. Ja, der ist natürlich wirklich böse. Das macht der Warden jetzt, glaube ich, alleine, oder? Zwei Schuss? Na, nicht ganz. der schafft sogar den Warden noch. Auch nicht schlecht, aber egal. Also, schön gemacht hier, auch von Kim. Und ja, das klappt eigentlich ganz gut hier. Was haben wir denn hier im unteren Bereich? Ich will mal gucken. Das ist ein Dip, Leute. Nee, das ist eigentlich ist kein Dip. Eigentlich ist kein Dip, aber ich zeige das nicht vom Nick. Denn das ist tatsächlich ein Zehner hier. Und der Nick ist, glaube ich, auch einer. Von daher, ich muss mal eben schauen. Warbeast. Nehmen wir mal Warbeast hier ein. Ich kenne hier viele nicht. Aber Warbeast ist hier. Glück gehabt. Ein lupenreiner Neuner. Wunderbar. Mit Drachen. Oh, länger nicht gesehen. Oh, das habe ich lange nicht gesehen, dass jemand mit Drachen angreift. Drachen auf Level 4, 9 Stück davon. Ein paar Loons mit dabei und erstmal die Clanburg herausgelockt. Mit Masse haben die Rathaus Neuner vom Gegner hier einen Elektrodrachen drin. Der ist nervig, aber schön gemacht hier. Zwei Drachen, einer rechts, einer links. Und der kommt nicht ein einziges Mal zum Schuss, oder? Doch, ich glaube, einmal hat er jetzt geschossen. Aber er ist natürlich dann auch, ja, jetzt ist er weg. Wunderbar, jetzt gucken wir mal King und Queen hier rein. Die sind auch nicht so hoch, also das finde ich sehr, sehr gut, dass ich den jetzt gerade so gepickt habe. Hier random gepickt, ja, random Picker im Clankrieg. Und er selber hat auch einen Elektrodrachen dabei. Mal sehen, ob der wenigstens ein bisschen was macht. In der Clanbuch finde ich den nicht so gut beim Neuner. Aber wenn er natürlich jetzt zum Schuss kommt, das heißt also, wenn er wirklich mal seine Schüsse ablassen kann, dann ist natürlich echt super, den mit dabei zu haben. Und packt er das da, da kommt noch ein Heil, beziehungsweise nochmal ein Wutzauber in die Mitte. Und wenn der, jawohl, das klappt auf jeden Fall, das klappt wunderbar. Und denn die Feger sind jetzt weg, jawohl. Eine Luftabwehr noch, die ist aber, die waren jetzt auch nicht so hoch, aber immerhin, die Base hier hat X-Bögen, aber gut gemacht hier mit den Drachen, sind gut durchgegangen. Nochmal am Ende hier mit dem Wutzauber und dann werden das hier auch schöne drei Sterne. So ein X-Bogen auf Level 1 gegen Drachen auf Level 4, seht ihr oben, so gegen 3 Uhr hier. Ja, der ist dann auch nicht so gut und schön gemacht. Kann ich euch auch nur empfehlen, als vielleicht relativ frischer Rathaus 9er die Drachen ruhig hoch zu haben. Ihr seht das ja hier, sie sind in jedem Fall zu gebrauchen. Also es ist nicht so, viele sagen dann, na, die Drachen habe ich auf Rathaus 8 schon gehasst, auf 9 mache ich die nicht. Ja, kann ich wohl verstehen, aber nehmt ruhig die Drachen, denn es ist, man kann dort auch mehrere Kombis machen, also Drachenhund oder Drachenloons und ein Hund oder halt so ein Misch. Mit den Drachen geht vieles. Also cool gemacht hier. Was ich euch eigentlich noch zeigen wollte, mache ich aber, glaube ich, nachdem ich, haben wir hier oben, ja, oh, hier oben haben wir auch noch was im 12 auf 12 Bereich. Ja, also hier braucht keine Angst haben, dass der Gegner hier die Übermacht ist, aber immerhin Rathaus 3, also ein Rathaus 12 in der Ausbaustufe 3 und einen Dreier Adler. Also der Adler ist auf 3, also der Kollege hier weiß schon genau, was das Beste ist hier zu leveln. Sicherlich nicht seine Helden und sicherlich auch nicht den Rest seiner Base, keine Luftabwehr. Ich sehe hier nichts Max außer wirklich den Adler. Der ist auf 3, ist auch der Hammer. Und auch, glaube ich, die Truppen hat der doch, 280 Truppen hat er immerhin, also vielleicht ein Wink an den Kollegen, den wir eben gesehen haben. Also Adler hoch, Rathaus hoch und 280 Truppen. Und vielleicht dann auch noch eine Truppe auf Max, wäre nicht schlecht. Er hat hier die Schweinereiter auf Max Level. Der Telepfon, der Kevin, glaube ich, ist das. Und hat noch ein paar Loons, hat noch, ja, ein bisschen Cleanup dabei. Einmal kurz das Rathaus angerüttelt, dass es schon mal aktiviert ist. Vielleicht hätte es die Queen ja jetzt nicht ganz so weit geschafft. Dann hätten das die Hawkrider machen müssen. Aber jetzt sind es nämlich erst 29% und jetzt kommen die hier aber rein. Und ihr seht das hier, das ist ja ein gefundenes Fressen für Hawkrider. Ja, Max Hawkrider hier, auch wenn sie abgeschwächt sind gegen so eine Base.
Da können gar nicht genug Fallen drin sein. Und auch hier die Queen geht noch gegen die Multi-Inferno hier auf Level, die hat auf Max Level. Die geht hier durch wie geschnitten Brot. Wie durch geschnitten Brot heißt das so? Wie Butter durchs Brot? Nee, wie geschnitten Brot. So ist der Spruch, glaube ich. Und dann geht das schön mit den Hoggies. Die haben auch ein schönes Passing jetzt gerade gehabt. Hier müssen zwar noch ein paar nach außen, aber so eine Neuner-Kanone, die ist einfach mal nix für die. Auch der Inferno hier nicht und der Warden-Statue erst recht nicht auf. 12 ist dort der gegnerische Warden. Und wie spät er seinen Warden erst zündet. Okay, da am Bombenturm hat das Sinn gemacht. Ah, nicht schlecht. Ah, schön gemacht. Das wird, glaube ich, mal eine Folge am Stück hier. Finde ich auch nicht schlecht. Ah, nee, so einen kleinen Schnitt muss ich euch gleich, glaub ich, gleich reinbringen. Denn ich hatte eigentlich mal was vor mit dem Account hier. Auch ganz witzig. Da wollte ich euch nämlich mal wieder so eine Angriffstaktik nahebringen, die ich auch schon ewig nicht genutzt habe und eigentlich auch überhaupt nicht nutze, weil ich es nicht, ich mag es eigentlich gar nicht. Das olle Gebatsche. Da habe ich gedacht, ich mache hier mal richtig eine fette Folge mit dem Fry hier. Wir batschen mal eine Runde. Ihr seht, ich habe das jetzt auch auf dem Feld hier, aber ich habe dann gesehen, das ist auch schon wirklich ein paar Tage her, ich habe dann gesehen, ich hatte die alle erst auf 2. Ach, und auf Rathaus 7 und dann nur auf 2 zu haben. Ich habe auch noch nicht alle Truppen hier. Ich glaube, ich habe 190 im Moment. Ja, 190, mir fehlt also auch noch ein bisschen was. Damit dann was zu reißen, ist dann auch ein bisschen schwer. Wir gucken mal, ob wir uns hier ein Clanspiel mitnehmen können, was zu uns passt. Ah, wir haben ja schon eins. 100%, ja, okay, das rechnet sich ja zusammen. Aber ich lasse mir eben mal die Clanbuch voll machen und dann machen wir hier mal einen Barge-Angriff. Im Random Clan. Okay, ich habe das ganze Gebatsche fertig, ich habe Klanburg und dann hauen wir hier rein. Ich will diese Base mal mitnehmen. Die hat da ein Loch, die hat da ein Loch in der Base oder mehrere Löcher hier in der Basis oder in der Base mehrere Löcher in der Basis. Herzlichen Glückwunsch, Toto. Gucken wir mal, wie wir uns hier schlagen können und ich glaube, wir nehmen auch direkt mal unsere Klanburg. Einmal die Mauerbrecher hier reingesetzt und ich glaube, dann heilen wir die hier mal durch. Das ist mir ein bisschen lieber. So ein bisschen Barge hier rein. Also nicht Barge, sondern so ein bisschen die Archer hier rein. Und hier können wir direkt in der Base rein hier. Natürlich super. Können wir direkt in die Base rein. Und der Magierturm muss allerdings weg. Oh, das ist eine einfache Base. Das ist eine einfache Base. Klar, kommen die Barge mal hier weg. Kein Thema. Ich würde sogar fast sagen, hier verbrauchen wir. Eigentlich verbrauche ich hier gar nicht alle Truppen, aber dann habe ich jetzt gleich wieder so eine komische Armee, aber es macht nichts. 100% ist immerhin was für den Erfolg, beziehungsweise für den, wie heißt es da? Fürs Clanspiel. Fürs Clanspiel, also, oh, das war schon completed. Hä? Mussten wir da nur 100% machen? Ich dachte. Oh, okay. Ja, haben wir gemacht, ne? Nicht schlecht. Uhrenturm kann ich, glaube ich, noch nicht machen. Das heißt also, ich habe selber noch keinen Uhrenturm. Deswegen meine Gegner sind auch noch nicht so Uhrenturmmäßig. Ja, jetzt habe ich eine komische Armee am Start. Naja, dann bauen wir die mal eben nach. Das ist jetzt nicht ganz so tragisch und dann geht das hier sicherlich weiter. Ich will mal gucken. Also macht ruhig die Clanspiele hier. 400 Punkte habe ich jetzt erst, aber ich denke mal, die 1250 waren es. Die schaffe ich in jedem Fall noch. Ich hoffe, ihr habt das auch schon geschafft. Habt die Clanspiele schon fertig. Und freut euch auch auf den Reward, auch wenn es vielleicht für euch nicht so passend ist, aber es gibt immerhin was, Leute. Es gibt was. Darüber kann man sich immerhin freuen. Und ich hoffe, es hat euch gefreut, dass ich endlich mal wieder zum Video machen gekommen bin oder zum Aufnehmen gekommen bin. Aus dem Clan Deutschland Etia. Also nochmal, wir sind hier 50 Leute und spielen hier so mal so richtig random. Finde ich eigentlich ganz gut. So sieht jeder mal wieder so ein bisschen, auch ich, mal wieder so ein bisschen andere Rathausstufen. Was geht so an Taktiken, was geht eher nicht? Und die Base hier ist übrigens nicht schlecht, also für Rathaus 7er. Ich hier verlinke euch mal die Base unten unter dem Video. Die ist echt nicht schlecht, also ein bisschen besser ausgebaut. Dann hält die schon das eine oder andere Mal. Also wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und die Glocke stellen, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Die Glocke ist allerdings nicht für die Twitch-Streams auf den Mittwoch oder überhaupt für die Streams auf Twitch zuständig. Da müsst ihr mich da schon followen und auch da die Glocke stellen. Bis dahin, euer Toto. Fest.